Hallo meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es endlich weiter mit meiner Community-Foto-Challenge. Ich möchte euch die Siegerbilder vorstellen, anhand der Bilder noch einige Tipps und Tricks für euch mit auf den Weg geben. Das heißt, in diesem Video erwarten euch Tipps und Tricks zum besseren Porträtieren von Tieren eben in Richtung Fine Art. Bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn die Foto-Challenge wird jetzt endlich weitergehen mit einem neuen Hashtag. Und als Krönung bekommt der nächste Sieger dann auch ein Buch zu gewinnen, und zwar mein Buch Pferde stilvoll fotografieren. Das Buch ist randvoll mit einer genauen Anleitung für angehende und fortgeschrittene Pferdefotografen. Ich beschreibe den kompletten Aufbau eines Shootings von der Planung bis hin zur Umsetzung, gebe Tipps zum Posing des Pferdes, zur Bildgestaltung, zur Retusche und zum Beruf des Fotografen an sich. Jetzt aber zurück zur aktuellen Challenge. Da lautete das Thema ja Skulpturen und ich wollte von euch Bilder sehen, auf denen eure tierischen Models aussehen wie eine Statue von Michelangelo. Dabei sind vor allem Plastizität, Formen, Linien und die Bildkomposition besonders wichtig. Es geht also Richtung Fine Art. Worauf ihr achten könnt, wenn ihr nicht einfach nur ein einfaches Porträt von eurem Model machen wollt, sondern es eben besonders elegant darstellen wollt, das fasse ich euch jetzt anhand von einigen Tipps zusammen. Sucht nach Möglichkeit nach einem einfarbigen Hintergrund, denn der lenkt nicht von eurem eigentlichen Motiv ab und gibt dem Bild auch einen künstlerischen Ausdruck. Und am einfachsten ist es ja da das Fotografieren vor Schwarz, was so gut wie an jedem Pferdehof möglich ist und mit kleineren Models wie Katzen oder Hunden ja sowieso an jedem Haus möglich ist, vorausgesetzt das Haus hat eine Tür. Wie genau das Fotografieren vor Schwarz in der Praxis funktioniert, dazu habe ich schon mal ein ganz eigenes Video gemacht, was ihr hier oben in der Infobox findet und euch anschauen könnt, natürlich erst, wenn dieses Video hier zu Ende ist. Ihr könnt auch nach anderen einfarbigen Hintergründen Ausschau halten, also zum Beispiel nach einer weißen oder andersfarbigen Wand oder ihr fotografiert einfach mal gegen eine geschlossene Wolkendecke. Ein sehr klar strukturiertes Bild hat @justmomentsphotography eingereicht. Der weiße Hintergrund harmoniert perfekt mit dem weißen Fell des Achalterkiners und auch der grafische Aufbau des Bildes passt einfach 100% in das Thema. Ich persönlich hätte jetzt nur noch darauf geachtet, dass wirklich keine Fellstellen im Fell des Pferdes ausbrennen, was relativ leicht zu bewerkstelligen ist, wenn man in Photoshop einfach etwas selektiver arbeitet. Ansonsten ist es ein super Bild, was definitiv zu meinen Favoriten aus dieser Runde zählt. Der wichtigste Punkt für Fine Art Porträts ist es, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich meine natürlich die gezielte Linienführung. Und ich weiß, dieser Punkt, der klingt im ersten Moment immer sehr abstrakt, aber versucht wirklich Formen und Linien in eurem Bild zu erkennen und vor allen Dingen auch harmonisch zu inszenieren, denn dann wird der Betrachter es viel leichter haben, das Motiv zu erkennen und euer Bild wird sehr viel klarer wirken. Gerade Pferde bieten sich dafür besonders an, weil sie eben durch ihre Aufrichtung und den eleganten Hals von uns als sowieso schon sehr ästhetisch wahrgenommen werden. Allerdings ist es gar nicht so leicht, dieses große Tier überhaupt in Form zu bringen, sodass es auch wirklich so elegant rüberkommt, wie wir uns das immer so schön vorstellen. Eine sehr einfache Methode ist es, wenn ihr das Pferd etwas diagonal zu euch aufstellen lasst, sodass ihr eine Hinterhand seht oder zumindest die Flanke leicht seht von dem Pferd und das Pferd in die entsprechende Richtung schauen lasst, einfach indem ein weiterer Helfer das Pferd mit interessanten Geräuschen entsprechend in die Richtung lockt. Dann habt ihr automatisch auf der äußeren Seite des Pferdes eine schöne, geschwungene, gut gebogene Linie. Wenn ihr ein Pferd direkt von der Seite fotografiert, dann solltet ihr in das Querformat wechseln und auch darauf achten, dass hier eben der Hals auch eine Aufrichtung und eine Wölbung nach oben zeigt. Denn dann sehen Pferde eben besonders gut aus, nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern eben auch aus einer züchterischen Sicht. Auch dafür könnt ihr dem Pferd etwas Interessantes vor die Nase halten, wie etwa eine raschelnde Tüte, aber eben so dosieren, dass das Pferd neugierig wird und nicht ängstlich wird. Also es soll eher aus Neugier zu dem Objekt sich hinneigen und dabei eben den Hals machen und nicht panisch werden. Einen viel ausführlicheren Exkurs zum Thema Bildgestaltung, den erhaltet ihr in einem Gratis-Videokurs, wenn ihr euch in meinem Newsletter anmeldet. Dann könnt ihr euch wirklich ganz intensiv nochmal mit dem Thema auseinandersetzen und ich zeige euch da ganz viele Bilder, erkläre euch dort die Linienführung, die Flächen und wie eben der Blick des Betrachters bewusst durch das Bild gebracht werden kann. @CarlaMataFotografie hat mit diesem Beitrag hier mitgemacht und besonders schön finde ich hier eben den Bewegungsfluss.
im Pferdekörper selbst. Also das Pferd wirkt schon so wie eine elegante Statue. Aber gerade bei diesem Bild sieht man, warum es eben ein Vorteil sein kann, solche Fotos wirklich vor einem einheitlichen Hintergrund bzw. auch auf einem einheitlichen Untergrund zu fotografieren, weil das eben für noch viel mehr Ruhe und Klarheit sorgen würde. Gerade bei einer Schwarz-Weiß-Umsetzung ist das besonders wichtig, damit eben nicht noch mehr ungewollte Hell-Dunkel-Kontraste irgendwo im Bild entstehen. Kontraste sind ein gutes Stichwort, denn darauf möchte ich jetzt nochmal etwas genauer eingehen. Denn bei Fine-Art-Porträts, da geht es ja darum, eben das Motiv auf das Wesentliche zu reduzieren. Das heißt, auch die Kontraste sollten möglichst ganz präzise, ganz klar gesetzt werden. Und wenn ihr eben schon alles aus dem Hintergrund entfernt, weil ihr eben gegen eine weiße Wand oder eben gegen einen schwarzen Hintergrund fotografiert, dann könnt ihr trotzdem noch mit weiteren Kontrasten arbeiten, wie etwa dem Hell-Dunkel-Kontrast. Das wirkt immer besonders gut, eben wenn man ein helles Tier hat und das vor dunkel fotografiert oder eben andersrum, wenn man ein dunkles Tier hat und das vor hell fotografiert. Aber es gibt auch noch andere Kontraste wie den Warm-Kalt-Kontrast oder den Komplementärkontrast, den man sich da zunutze machen kann. Aber es sei trotzdem angemerkt, je mehr Farben ihr ins Spiel bringt, desto ruhiger muss der gesamte Bildaufbau sein. Denn Farben sind ja wieder eine Information, ein weiterer Input und da kann es eben schnell wieder zu Unruhen kommen im Bild. Einen Weiß-auf-Schwarz-Kontrast hat uns Adnelly Photography mitgebracht. Die hat den Rüden Snow nicht nur vor, sondern eben auch auf Schwarz fotografiert, was dem weißen Hund eine besondere Eleganz verleiht. Worauf ich in diesem Bild jedoch noch geachtet hätte, ist, dass der Übergang zwischen Rücken und Hals nicht ganz so scharfkantig vonstatten geht, sondern etwas weicher verläuft. Das könnte man, indem man den Hund nicht ganz so scharf bzw. nicht ganz so diagonal aufstellt, damit die Biegung nicht ganz so extrem wird im Hals. Oder man hilft da eben in Photoshop mit dem verflüssigen Filter nochmal nach. Ein zweites Bild von ihr zeigt es umgekehrt, und zwar ein dunkles Tier vor weißem Hintergrund, was auch sehr, sehr schön aussieht, eben weil das Licht sehr gut harmoniert. Das ist ein diffuses Licht und natürlich dieser Hell-Dunkel-Kontrast wirkt auch bei Pferden fabelhaft und auch das Pferd ist sehr schön in Position gebracht. Hier würde ich allerdings auf den Anschnitt links und rechts verzichten, sondern wirklich dem ganzen Pferd den Raum geben hier vor weiß und das nicht irgendwo noch anschneiden. Der Beitrag von @DanielaCreaPhotography besticht nicht nur durch den schönen und klaren Bildaufbau und die elegante Körperhaltung des Pferdes, sondern auch durch den Warm-Kalt-Kontrast und zeigt noch einmal mehr, warum es sich auch mal lohnen kann, gegen eine geschlossene Wolkendecke zu fotografieren. Und als letzten Tipp möchte ich auch hier nochmal das Thema Licht ansprechen, denn natürlich, wir sind Fotografen und das Wichtigste für unsere Bilder ist nun mal eine gute Lichtführung. Für Fine-Art-Bilder eignet sich eigentlich generell immer auch das diffuse Licht, weil es dann eben nicht zu ungewollten Licht- und Schattenspiele reinkommen kann, sondern alles eben sehr soft ist und man vor allen Dingen auch nachträglich in Photoshop gut nochmal mit Dodge & Burn selbst für Kontraste sorgen kann. Wer etwas fortgeschrittener ist in Sachen Lichtsetzung und vielleicht sogar schon Studioerfahrung hat, der kann sich auch mit dem Streiflicht versuchen, denn das setze ich zum Beispiel in den meisten Fällen meiner Studiofotos ein. Ich habe auf diesem Kanal auch schon eine ganze Reihe zu den verschiedenen Lichttypen gemacht, die findet ihr hier oben verlinkt. Und darin zeige ich euch ganz genau, wie ihr es schafft, das Licht zu meistern. Jetzt kommen wir aber zur Siegerin der Challenge Skulpturin. Und der Sieg geht für mich ziemlich klar an Fernanda Garza Photography. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Sie hat gleich 3 Bilder eingereicht und ich finde die einfach wunderschön. Zum einen eben vom Bildaufbau, dann von dem sehr stimmungsvollen Licht, aber auch in Sachen Motivauswahl, Anschnitt und Umsetzung sind die Bilder einfach wirklich gut gemacht, gut umgesetzt und sprechen mich als Fine-Art-Fotografin besonders an. Da kann man ruhig mal einen Applaus da lassen. Das neue Thema für die nächste Foto-Challenge lautet Winterstimmung. Ich möchte eure Bilder aus der dunklen Jahreszeit sehen und natürlich gehören dazu auch die ganz klassischen Schneefotos, die einige von euch ja zum Glück jetzt machen können. Aber das betrifft ja nicht alle und bei uns zum Beispiel hier im Norden von Deutschland, da fällt seit vielen, vielen Jahren nur noch ganz wenig bis gar kein Schnee mehr. Das heißt, ich bin besonders gespannt auf die Umsetzungen, die ohne Schnee auskommen und trotzdem so ein schönes Wintergefühl erzeugen können. Mitmachen könnt ihr entweder in meiner Facebook-Gruppe Pferdefotografie lernen und zeigen, Link unten in der Videobeschreibung, oder auf Instagram unter dem Hashtag ChallengeWiebke Winterstimmung zusammengeschrieben. Und denkt daran, der Sieger der nächsten Foto-Challenge gewinnt mein Pferdebuch Pferdestilvoll Fotografieren. Mitmachen lohnt sich also. Allerdings werde ich den Gewinner und die weiteren Top-Favoriten so wie hier in einem Video hier auf diesem Kanal teilen.
Das heißt, der Gewinner, der sollte auf jeden Fall meine Videos auschecken, um es nicht zu verpassen und sich bei mir melden zu können. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Flying by.